wieder mal zu einem neuen Video. Ist wieder Anfang der Woche und ja, wir sind wieder mal auf Wünsche eingegangen, weil ich so viele Kommentare zu dem E60 M5 mal mit dem Pleuellagerwechsel bekommen habe, beziehungsweise da, wo wir die Auspuffanlage gebaut haben. Dann kam ja der Prüfstand noch hinzu, dann kamen mehrere Prüfstandvideos, dann kam der mit dem Alpina, da haben wir gemessen, haben gesagt, so, wie wäre es denn mal, wenn wir mal Alpina E60 und M5 E60 einfach mal vergleichen. Ich meine, wir haben natürlich jetzt hier Leistungsunterschiede. Einmal 500 PS, einmal 507 PS, aber 700 Newtonmeter Drehmoment, 520 Newtonmeter Drehmoment. Heißt, er ist auf jeden Fall von den Fakten her etwas stärker. Wir sind hubraummäßig fast gleich unterwegs. Wir haben jetzt hier, das ist eine Grundbasis N62 B48, also 4,8 Liter aus dem 550. Und da haben wir jetzt V10 5 Liter Sauger. Das heißt, irgendwo ergänzt sich das so ein bisschen. Wir haben halt auch Drehzahlunterschiede. Also wir sind jetzt hier schon so bei 8000 und bei dem anderen sind wir so bei 6,5. Dadurch, dass er aufgeladen ist durch einen Kompressor, fahren wir da mit einem geringen Ladedruck und können gegebenenfalls die Drehzahl von ihm wieder aufholen. Trotzdem fehlen uns im Großen und Ganzen 180 Newtonmeter Drehmoment. Aber wie gesagt, vielleicht kann die Drehzahl das aufholen. Das heißt, wir werden heute einfach mal nochmal Leistung messen. Bei dem wissen wir ja schon, also der die Videos vom Alpina gesehen hat, weiß, dass er relativ nach oben streut. Das heißt, die 500 PS von Werksangabe hat er auf jeden Fall. Bei dem sagt man ja immer, dass die Angabe immer, wie beim E92 M3 zum Beispiel, streut immer nach unten. Heißt, 507 haben die niemals. Die haben immer so irgendwas mit 480 mal 490, irgend sowas in der Richtung. Das heißt, das werden wir auf jeden Fall mal messen und wir werden mal gucken. Wir haben Wetter noch relativ trocken, werden wir auf jeden Fall mal ein Fahrvideo machen, also beziehungsweise einfach mal 100-200 Messung. Wenn es die Straße zulässt, werden wir auf jeden Fall auch mal 0-100 Messung versuchen zu machen, um das euch einfach mal kurz so ein bisschen zu zeigen oder mal ein bisschen zu vergleichen und dann schauen wir einfach mal. Ich werde jetzt auf jeden Fall mit dem Alpina anfangen, mal zu, auf die Autobahn zu fahren, weil wie gesagt, das Wetter müssen wir schnell abpassen, damit es jetzt nicht anfängt zu regnen. Schnell im Alpina, dann schnell in den BMW. Ja, ist beides BMW. Der eine war mal ein BMW, ist jetzt Alpina. Und dann fahre ich schnell mit dem M5 und dann sehen wir uns auf dem Prüfstand nochmal wieder. Ach genau, das wollte ich noch sagen. Ich nehme auf jeden Fall die Fahrvideos ein bisschen mit der GoPro auf und mit der Racebox. Also beziehungsweise die GoPro filmt die Racebox, damit ich das Handy hier nicht in der Hand halten muss, weil Adler muss hier arbeiten. Wir sind momentan heute nur zu zweit hier. Ich kann ihn jetzt nicht mitnehmen, deswegen muss ich alleine fahren. Ich werde mal gucken, dass ich unterwegs mal kurz was filmen kann. Und ich werde wahrscheinlich tanken müssen. Also wie gesagt, wir sehen uns gleich. Bis gleich. Jetzt fangen wir hier mit dem Alpina mal an. Ich bin schon unterwegs. Das ist natürlich gerade wieder nicht gesehen. Müssen wir natürlich erstmal tanken. Dazu müssen wir jetzt erstmal hier einen kleinen Umweg fahren, weil in Rheindorf bei uns, die Aral, da ist die Straße gesperrt. Da habe ich jetzt keinen Bock, so einen Umweg zu fahren. Außerdem müssen wir sowieso auf die Autobahn. Ja, dann fahren wir eben kurz nach Langenfeld. Ist jetzt auch nicht so viel weiter. Weil hier soll ja 102 rein und nicht diese Super Plus Plörre. Von daher müssen wir das natürlich erstmal tun, weil wir haben jetzt hier gerade noch 12 Kilometer Reichweite. Das ist natürlich nicht so viel. Auf jeden Fall habe ich hier schon mal die Racebox und die Kamera schon mal positioniert. Hat er schon hier gemessen. 0 bis 60. Hier oben noch die GoPro, die mache ich gleich noch an. Das heißt, dann können wir das jetzt gleich hier schön filmen. Dann können wir gleich mal sehen, wie schnell ist denn der Bursche im Gegensatz zu dem V10? Also ich würde auf jeden Fall mal tippen, dass der Alpina ein bisschen schneller ist, weil ja, alleine aufgeladen, also wie gesagt, wir fahren ja hier mit ein bisschen Ladedruck. Das, denke ich mal, feuert schon ein bisschen mehr nach vorne als so ein Sauger, obwohl wir jetzt wieder drehzahlmäßig ein bisschen weit entfernt sind. Wir haben jetzt hier 5,5, also sagen wir mal 6000 Umdrehungen, Abriegeldrehzahl. Beim Alpina ist es, beim M5 sind sie jetzt schon über 7000. Das heißt, da ist noch ein bisschen Puffer auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Leistungstechnisch sind wir ja ungefähr gleich auf. Das heißt, ja, wir werden mal gucken. Aber ich sage trotzdem, der Alpina ist schneller, obwohl, ich weiß es gar nicht, also ein Alpina müsste auf jeden Fall unter einer 10 fahren und der M5 fährt, glaube ich, Serie etwas über 10. Also da sind wir ja quasi schon, haben wir uns die Frage schon, oder die Antwort der Frage schon eigentlich alleine beantwortet. Wir gucken einfach mal. Wie gesagt, ich tanke jetzt erstmal, gucken, was die Brühe jetzt hier gleich wieder kostet und dann fahren wir mal auf die Bahn und messen das ganz hier mal. So, da ist sie doch.
Aral, Aral. 10 Kilometer haben wir noch. Obwohl, es geht. Ich habe gerade an der normalen Tankstelle, habe ich gerade gesehen, war der Super Plus schon auf 2,25 Euro. Hier kostet der Ultimate 2,28, also von daher ist das ja ganz okay. So, was haben wir denn jetzt hier getankt? Jetzt haben wir getankt 78 Euro, 79 Euro, 34 Liter bei 2,28 Euro, also hat es gekostet. Ja, Sprit sollte auf jeden Fall reichen. Wir fahren jetzt mal auf die Autobahn und messen hier mal das Gedöns. Ich denke, wir machen auch später nochmal eine 0 auf 60 Messung oder beziehungsweise 0 auf 100, können wir auch gleich noch machen. Aber dazu werden wir auf jeden Fall immer mal umschwenken hier. Wir checken jetzt mal, was jetzt kommt. So, das stellen wir erstmal hier einmal wieder zurück. Konnte man schön machen. Jetzt fängt es an zu regnen. Also 109,37 mit leichter Steigung haben wir hier gehabt. Aber wie gesagt, das ist doch ganz gut. Die erste Messung war 9, ich habe gar nicht genau hingeguckt. Aber auf jeden Fall ist die zweite Messung schneller gewesen. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken, wenn wir den M5 jetzt holen, wie es jetzt wettertechnisch hier aussieht oder ob wir die Fahrmessung auf später verschieben, weil bei nasser Straße habe ich natürlich keinen Bock und ist auf jeden Fall auch viel zu gefährlich. Ja, hier ist es aber anscheinend, ist das hier nur so eine Wolke, weil da hinten ist es schon wieder relativ trocken. Naja, wir gucken mal. Wir schauen mal. So, und weiter geht's natürlich mit dem M5. Ist mir gerade aufgefallen, der Motorraum war zwar offen bei der Lampe, nicht oder irgendwas bei der Einführung des Videos, aber ich bin jetzt gar nicht so drauf eingegangen. Hat auf jeden Fall noch eine Aventuri Ansauganlage und eine Titan Auspuffanlage komplett ab Krümmer bis nach hinten. Das sollte auf jeden Fall auch ein bisschen Leistung bringen, sagt man. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich denke mal, das werden wir sehen. Wie schon gesagt, bei dem M5 ist es ja meistens so, dass er immer so ein bisschen nach unten streut, dass der die Leistung von 507 eigentlich gar nicht hat. Aber das werden wir auf jeden Fall gleich auf dem Prüfstand sehen. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall beeilen. Ihr habt jetzt gerade schon gesehen beim Alpina, auf dem Rückweg hat es angefangen zu regnen. Ist jetzt auf jeden Fall direkt wieder trocken geworden. Das war so ein Schauerchen. Aber der nächste Schauer ist schon im Anmarsch. Das heißt, wir müssen uns jetzt schnell beeilen, auf die Autobahn zu fahren und mal hier zu messen. Ja, noch einmal auf jeden Fall Glück, würde ich mal sagen. 11,56 müsste es jetzt gewesen sein. Straße ist Gott sei Dank noch trocken. Die Autobahn runter zu ist immer ein bisschen kompliziert. Wir machen es jetzt nochmal Hochzugs. Das heißt, wir haben die gleichen Verhältnisse wie beim Alpina. Und ich denke mal, dass das klappen wird. Aber wir werden langsamer sein. Also unter 10 werden wir nicht kommen. Gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Aber seid gespannt. Ich versuche es jetzt mal. Aber weit aus dem Fenster gelehnt. Doch unter 10 geschafft. 9,92 und korrigiert natürlich. Und was wir jetzt wieder geschafft haben, genau wie gerade beim Alpina, muss ja einfach ein bisschen lauter sprechen. Es fängt voll an zu regnen hier. Also richtig Glück gehabt. Das Satellitensignal ist auch ständig weggegangen gerade. Jetzt sind wir, glaube ich, hier richtig in der Wolke drin. Oder das Schlimmste schon wieder vorbei.
Das heißt, die Messungen haben wir auf jeden Fall schon mal hinter uns. Das ist schon mal ganz gut. Und ja, ich weiß, das Telefon ist das schon weg, weil hier ist es echt brutal am Regnen. Bis gleich. So, wieder mal im Prüfstandsraum angekommen. Wir haben das Ding jetzt hier verzort. Wir haben hier etwas größere Räder. Wir haben jetzt hier 21 Zoll ist jetzt hier drauf. Das heißt, wir werden jetzt hier mal gucken, dass wir rotierende Masse im Prüfstand ein bisschen mehr eingeben und nicht nach Standardmaß. Wir werden den jetzt auf jeden Fall nochmal einrollen und dann werden wir den messen können. Wie schon gesagt, rotierende Masse müssen wir etwas höher stellen, weil wir ein bisschen mehr Abrollumfang haben durch diese großen Felgen. Ich gehe mal raus, es ist sehr warm hier drin. Der Wagen, der strahlt hier so eine Hitze ab, obwohl wir noch gar nicht gefahren sind. Ich habe nur hier reingestellt. Und dann werden wir mal schauen. Also ich tippe auf jeden Fall mal, dass mindestens 50 Newtonmeter Drehmoment fehlen. Und ja, ich schätze mal so 40 PS weniger an Leistung sollte er haben. Wie gesagt, sollen wir mal gucken. Wie gesagt, das ist ja immer so das Phänomen, was immer so gesagt wird, dass die natürlich immer nach unten streuen. Ist aber auch tatsächlich so. Also ich habe jetzt noch keinen M5-Serie gehabt, der nahezu 507 PS gehabt hat. Also ich glaube vom Zallo, der hatte 510, glaube ich sogar. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr ganz genau. Aber so meistens haben die so 490 bis 500. Ne? Also immer weniger. Drehmoment fehlt auch auf jeden Fall ein bisschen. Gucken wir einfach, was der Bursche macht. Ich habe hier schon mal unsere Löcher reingemacht für in die Wand. Das heißt, das Tor jetzt ist da hinten offen. Das heißt, wir haben hier schon mal einen schönen Sog. Wir haben hier einen Sog. Jetzt kommt natürlich gerade kein Wind. Ein bisschen flattert da. Ja, also wenn der Lüfter jetzt hier angeht, dann saugt er sich natürlich hier die frische Luft auf jeden Fall an. Aber wie gesagt, die Zuluftanlage von draußen steht auf jeden Fall schon mal soweit bereit. Die Verrohrung da hinten ist auch schon soweit gebaut. Und dann kann auf jeden Fall hier das 250er Rohr wird als erstes betrieben werden. Da müssen wir mal gucken, ob das vielleicht reicht. Ansonsten den 300er noch dazu. Den Lüfter haben wir ja auch noch. Und dann werden wir hier auf jeden Fall richtig geile kalte Luft reinbekommen. Da oben in die Ecke wird dann auf jeden Fall noch für die Zuluft, für Innenraum noch ein Gebläse reinkommen, weil der Raum muss ja auch ein bisschen runtergekühlt werden. Ansonsten bringt das natürlich alles herzlich wenig. Ja, wie gesagt, lange Rede, gar keinen Sinn. Und ich werde jetzt mich auf jeden Fall mal reinsetzen in die Gurke und werde ihn mal messen und mal gucken, was bei rauskommt. Also, seid gespannt. Bis gleich. Gar nicht so verkehrt. Wir haben 490 PS, also 487, also im Gegensatz zu 507 fehlen uns jetzt 20 PS Leistung. Aber wir haben auch nur 440 Newtonmeter Drehmoment, im Gegensatz zu 520 Schleppleistung, eigentlich relativ gering. Das heißt, mit den rotierenden Masse, jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren, passt das auf jeden Fall. Und die Kurve, wie gesagt, sieht eigentlich ganz okay aus. Hier haben wir schon den Drehmoment Abfall, also bei 6000 verliert er dann Drehmoment schon wieder, geht zum Buckel. Aber er baut dann hier nochmal kurz, bei 7000 baut er nochmal kurz Drehmoment wieder auf und geht dann wieder runter. Aber Leistungskurve sieht echt super aus, also da kann man nichts sagen. Das kann man auf jeden Fall so im Raum stehen lassen. Ich denke, das ist auch ganz okay soweit. Wie ihr da unten schon wieder seht, ist natürlich relativ warm hier drin. Das bringt schon was, also im Auto merkt man auf jeden Fall schon, wenn er die Luft hier vorne reinpustet, dass man im Innenraum, wenn man in der Mitte auftritt, dass da ein bisschen kalte Luft kommt. Also das bringt auf jeden Fall was. War vorher halt leider nicht der Fall. Genau, wollte ich ja noch sagen. Also Aventuri Ansaugung ist natürlich jetzt auch hier die Frage. Ne? Wir saugen auch hier jetzt relativ warme Luft an. Also kommt zwar kalte Luft rein, die bläst halt hier unten eher rein. Aber das Gebläse ist hier unten. Wir könnten den vielleicht weiter wegstellen. Dann hätten wir ein bisschen mehr auf die komplette Front, ein bisschen mehr Luft. Aber wie gesagt,
das mit den Lüftern wird auf jeden Fall funktionieren. Dann pustet er das hier schön rein und dann passt das auch. Titan-Auspuffanlage, das heißt, hätten wir jetzt eigentlich gedacht, ein bisschen mehr Leistung, war aber jetzt nicht der Fall. Kann natürlich, wie gesagt, wirklich jetzt mit der Wärme halt zusammenhängen. Ne? Also wie gesagt, Auto hat auch schon ein bisschen was gelaufen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel er gelaufen hat. Ja, 130 gelaufen. Lagerschaden sind auf jeden Fall schon gemacht und so ein paar Reparaturen sind auf jeden Fall schon durch. Also das passt auf jeden Fall. Man kann soweit ganz zufrieden sein. Ich bin zufrieden. Also wie gesagt, meine Güte, 20 PS. Weniger Leistung, ne? Mit den Gegebenheiten jetzt hier noch zwecks der warmen Temperatur. Das wird das auf jeden Fall entschuldigen. Ich denke mal, das kann man so im Raum stehen lassen. Leider wird er auf jeden Fall nicht an den Alpina rankommen. Also da, so viel kann man auf jeden Fall schon mal vorab sagen. Wer das Alpina-Video kennt, der weiß, dass das Ding ein bisschen über 500 gedrückt hat. Das heißt, ich denke, das wird heute auch wieder so kommen. Zeitenmäßig müssen wir nochmal übereinander legen. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, weil wir sind ja jetzt mit dem M5 auch unter 10 gefahren. Müssen wir gucken, wie weit war es denn jetzt tatsächlich auseinander. Ne? Aber das schauen wir am besten am Schluss nochmal. So, ich hole den anderen Wagen und den messen wir jetzt auch nochmal und dann haben wir es ja eigentlich schon fast. Bis gleich. Ich glaube, wenn ich umso öfter ich auf dem Prüfstand mit dem Auto fahre, umso mehr Leistung kriege ich. Also wir haben jetzt 543 und 678 Newtonmeter Drehmoment. Fünfte Gangmessung. Dann habe ich das nochmal gemessen. Auch nochmal im fünften Gang. 538 zu 674. Das heißt, da wird sich nicht viel verändern. Aber jetzt muss ich mal gucken, ob ich die Messung noch... Ja, hier. Hier ist noch die Messung, die wir beim Alpina bei dem Video gemacht haben. 534 zu 694. Also auch schleppleistungsmäßig und so, das passt auf jeden Fall alles. Wie gesagt, wir haben auch natürlich jetzt hier wieder ein bisschen wärmer. Da, wo wir den Alpina zusammengebaut haben, war es natürlich nicht ganz so warm draußen. Umgebungstemperatur 26 Grad und hatten damals 17 Grad. Ne? Also das ist natürlich hier schon eine ganz andere Haus. Und wir haben jetzt 10 Grad Unterschied. Das heißt, wir hatten damals nahezu die Serienleistung an Drehmoment, also 700 soll er haben, 694 haben wir gemessen, 500 PS soll er haben, da haben wir 534 gemessen. Jetzt natürlich spiegelt sich das Ganze natürlich jetzt hier wieder, indem wir jetzt hier 26 Grad haben und deswegen ein bisschen weniger Drehmoment. Leistung passt aber auf jeden Fall trotzdem noch und ja, ich denke, jetzt ist die Haube hier gar nicht richtig aufgegangen. Ein bildschönes Holz hier, also ich finde es eigentlich gar nicht so scheiße, muss ich mal sagen. Besser als dieses komische helle Holz da. Ich meine, das geht noch. Ich meine, wer auf Holz steht, da auf jeden Fall das ganz gut. Ja, hier auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal kurz der kleine Einblick. Der Bursche hat es natürlich gebracht. Was hat uns das jetzt hier wieder mal gesagt? Hubraum heißt jetzt nicht unbedingt volle Pulle Leistung. Wir haben natürlich ja auch, klar, gar keine Frage, einen relativ hohen Hubraummotor. Wir haben, wie schon gesagt, 4,8 Liter aufgeblasen mit dem Kompressor. Ich denke, da ist noch einiges rauszuholen. Also ne, den Kompressor kann man wahrscheinlich noch ein bisschen aufdrehen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel auf wie viel Bar Ladedruck der Kollege jetzt fährt. Das weiß ich natürlich nicht. Ich gehe jetzt mal irgendwo von 0,4, 0,5 Bar Ladedruck aus. Das heißt, wenn wir den jetzt irgendwo aufblasen auf 0,6, 0,7 oder vielleicht 0,8, ich weiß jetzt nicht, werden wir da, denke ich mal, bestimmt nochmal 30, 40 PS mehr Leistung rauskitzeln können. Ja, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wie gesagt, Fazit ist, der Alpina wird auf jeden Fall schneller sein, hat auch auf jeden Fall die Leistung. Der Nachteil ist natürlich da, das Automatikgetriebe
Wir haben beim M5 natürlich ein SMG-Getriebe. Das heißt, wenn wir die Schaltwippen da ganz hoch stellen, schaltet der natürlich schon enorm schnell. Ich denke mal um einiges schneller als das Automatikgetriebe. Aber dann haben wir natürlich wieder hier den Leistungsfaktor. Wir sprechen jetzt hier um ca. 50 PS. Warte mal, 20 und 38, 58, ja, sagen wir mal, zwischen 50 und 60 PS Leistungsunterschied, was er jetzt mehr hat. Auch im Drehmoment ist er natürlich der klare Sieger. Wir haben fast deren Drehmoment, wir haben so ein, knapp 700. Der andere hat jetzt gerade irgendwas mit 450. Das heißt, da fehlen natürlich jetzt auch 250 Newtonmeter. Brauchen wir eigentlich gar nicht groß um den heißen Brei drum herum reden. Das wird so sein. Man könnte natürlich jetzt klar mal auf einer Rennstrecke den Wagen oder die beiden Fahrzeuge wirklich mal messen, wie sie nebeneinander fahren. Dann könnte man natürlich sehen, wer ist jetzt, kommt jetzt schneller weg oder ne, wer fährt jetzt schneller. Ich denke mal, dass der M5 vom Start her schneller wegkommen wird durch das Getriebe. Aber ich gehe mal davon aus, dass er so ab 60, 80 km/h wird der Alpina den schon aufholen und wird dann wahrscheinlich irgendwie so leicht an ihm vorbeigleiten. Ich fahre die Karre jetzt erstmal raus, dann fahre ich nochmal rüber. Und dann können wir gleich nochmal kurz einen Abschluss machen und ja, wie gesagt, soweit sind wir auf jeden Fall schon mal da, wo wir hinwollen. Stehen die beiden Boliden mal wieder nebeneinander. Fazit in der ganzen Geschichte ist natürlich, das hat alles irgendwie beides Charakter, ne? Also ich persönlich finde natürlich jetzt V10 viel geiler als den V8, obwohl ich da jetzt auch schon wieder sagen muss, V8 mit Kompressor ist natürlich jetzt auch wieder eine ganz andere Hausnummer. Ist auch selten, ne? Obwohl die 60.5 ja auch langsam selten wird und wird auch relativ teuer. Also preislich ist das jetzt so eine Sache, ne? Wir haben jetzt Leistung gesehen, wir haben Geschwindigkeit gesehen, also so Zeitenmessen haben wir jetzt gesehen. Jetzt kommt der Kostenfaktor Einkauf. Die fangen beide irgendwo bei 20 an. Eher der Alpina fängt so eher realistisch bei 25, 26 an. Also es gibt schon, glaube ich, habe ich letztes Mal gesehen, für 20, 21, 22 gibt es schon welche, wo es anfängt. Aber realistisch ist da irgendwo 25, 26, 27. Hier gibt es auch welche, die schon irgendwo bei 20, 21, 22 anfangen. Aber da auch realistisch geht es auch an die 30. Also sagen wir einfach mal zwischen 25 und 30. Je nachdem, was du halt haben willst. Willst du selber schrauben? Willst du was top, super haben? Das ist halt wie bei jedem anderen Auto auch. Kauf mal heute zum Beispiel einen handgeschalteten E46 M3 Coupé, da legst du auch über 30 hin, wenn nicht sogar 40. Da ist es im Endeffekt genau das gleiche. Willst du einen haben, der gepflegt ist, Wartungsnachweise hat, schon Lagerschein und so einen ganzen Kram gemacht hat, erste Hand, wie gesagt, unter 100 gelaufen, legst du auch, denke ich, über 30 hin. Und Alpina ist ja auch immer wieder limitiert gebaut, also da wird es auch so irgendwo, denke ich mal, zwischen 30 und 35 bewegen. Das heißt, im Einkauf nehmen sie sich jetzt beide nicht viel, je nachdem wirklich, was man haben möchte. Aber wie gesagt, allerdings ist der Reparaturfaktor bei dem, denke ich mal, um einiges größer. Da könnte man natürlich zum Beispiel, Kompressor geht kaputt, da könnte man jetzt wirklich auf Infinitas zurückgreifen. Ich glaube einfach, dass das ein ASA-Kompressor ist. Und das heißt, da könnte man jetzt auf Infinitas zurückgreifen. Hier ist es natürlich klar, das sind die ganz, ganz klare Sache, ne? Es ist halt ein V10 und V10 ist halt immer alles teuer, ne? Ob du jetzt Magnetventile kaufst, ob du jetzt Lagerschalen-Service machst, ob du jetzt Drosselklappensteller kaputt sind, ob du jetzt Luftsammler irgendwie kaputt sind oder. Egal was du machst, Kupplung, Schwungrad, auch alles teuer. Hast du natürlich jetzt bei dem einen Vorteil, hast du natürlich nicht. Ist halt eine Automatik, kann auch kaputt sein. Getriebe kann kaputt gehen, Wandlerautomatik kann kaputt gehen. In dem Fall hat er jetzt Ölverbrauch gehabt, nicht durch den Kompressor, sondern der Ölverbrauch kam durch die Schaftdichtung und durch die Kolbenringe. Das heißt, da war jetzt auch mal eine ganze Motorrevision angedacht oder beziehungsweise angesagt. Ist natürlich jetzt auch zum Vergleich, Motorrevision liegen wir hier schon im fünfstelligen Bereich. Da bei der Motorrevidierung liegen wir noch im vierstelligen Bereich. Ne? Das heißt, das ist halt abzuwägen. Ne? Kann man halt auch sagen, bei dem wirklich, wie gesagt, geht es noch unter 10.000 bei der Reparatur, kommt natürlich jetzt noch ein Kompressor neu, kommt noch dies neu, kommt noch das neu. Dann bist du auch bei 12, 13, 14, je nachdem. Bei dem fängt es schon irgendwo bei 10 an. Die Reise natürlich nach oben ist auch natürlich auch gar keine Frage. Nach oben gibt es natürlich keine Grenzen. Ne? Getriebe haben wir beim Zallo ja ganz gutes Beispiel gesehen, war kaputt. Kupplung, Schwungrad natürlich im Arsch. Ich weiß nicht, wie viel er jetzt da reingebuttert hat. Ne? Das muss man halt, jeder muss das selbst abwägen. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, ich hätte auf beide Bock, ganz klare Frage, ganz klare Sache, gar keine Frage, so wollte ich sagen. Obwohl er für mich
für mich jetzt persönlich. Ja, Charaktereigenschaft, ich will sagen, er hat mehr Charakter, für mich ist es auch blöd. Er ist halt einfach mit, ich mag einfach den V10 und ich glaube, da gibt es viele an der Stelle, die das jetzt genauso sehen wie ich. Ich denke, wenn du dieses Ding hegst und pflegst, dann hast du auch, glaube ich, dein ganzes Leben lang was von. Wie gesagt, ich muss da nochmal auf Zallo zurückgreifen. Er hat jetzt wirklich alles reingebuttert und hat alles gemacht und ich glaube, wenn er den Wagen behalten möchte, was ich nicht weiß, wird er auch ewig Spaß an dem Auto haben. Ne? Ich meine, klar, es kann immer mal was kaputt gehen. Wird auch ein Sammlerobjekt mal sein. V10 ist der einzige, der gebaut wurde vom BMW und es wird auch keinen mehr geben, gehe ich mal von aus. Ja, klar, auch Sammler, Historie oder wie gesagt, Sammler, es nimmt sich beides nicht viel. Ne? Wie ihr schon gesehen habt, das ist halt jetzt auch vom Fahren her. Ne? Das dreht halt, da merkst du halt so richtig so, ne? Und da ist es halt so ein bisschen smoother. Man merkt eigentlich gar nicht, dass er mehr Leistung hat als der M5, aber wie gesagt, das sollte jeden sein. Ja, das sollte eigentlich nur mal so ein kleiner Einblick sehen, damit ihr mal seht, wo sind jetzt ungefähr so, ja, was heißt die Unterschiede? Klar, die Motoren sind natürlich unterschiedlich, gar keine Frage, aber man hat diese beiden Fahrzeuge ja natürlich auch jetzt nicht jeden Tag hier oben aufstehen. Deswegen haben wir jetzt gesagt, und weil auch viele Leute gefragt haben, dank euch da draußen können wir das natürlich jetzt auch verwirklichen, mal so einen Vergleich zu machen. Wir haben natürlich jetzt auch den sehr, sehr großen Vorteil mit dem Prüfstand. Ansonsten weiß ich nicht, ob ich das jetzt gemacht hätte, weil das jetzt auch so ein Video vielleicht gewesen wäre, jetzt hätte ich auch irgendwo hinfahren müssen, zum Messen, Zeiten messen oder. Deswegen ist das halt immer so eine Sache. Ne? Aber wie gesagt, sollte mal ein kleiner Einblick sein. Zum Abschluss auf jeden Fall, wundert euch nicht, wir haben von jedem Kunden von den beiden Fahrzeugen die Zustimmung bekommen, das zu machen. Wir haben die Dinger natürlich nicht totgetreten, wir haben da wirklich jetzt auch drauf geachtet. Der hat Lagerschalenservice schon bekommen vor, wann war das? 3.000, 4.000 Kilometer? Ja. Irgend sowas nicht. Hat der Lagerservice bekommen, der hat die Auspuffanlage, ja, das hat er alles von uns bekommen. Bei dem Alpina, wie ihr wisst, haben wir den Motor gemacht, den haben wir auch richtig eingefahren. Der hat jetzt, denke ich, schon ja, gut 800 Kilometer bis 1000 Kilometer jetzt schon auf der Uhr nach der Motorrevision. Und wie gesagt, dafür sind die Autos ja da. Das heißt jetzt ja nicht, wir haben jetzt einen Motor gemacht, wir haben jetzt einen Lagerschein-Service gemacht und sagt, oh nein, bis zum nächsten Service dürft ihr mit dem Auto auf gar keinen Fall schneller als 140 fahren. Also ist ja Blödsinn, deswegen, wie gesagt, wenn das Ding warm ist, Wasser, Öl und alles passt, dann die Temperaturen jetzt nicht überschreiten, dann kann man natürlich mit dem Ding auch mal draufdrücken. Dafür ist es ja gebaut. Das, wie gesagt, soll es in dem Sinne erstmal gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt dann so ein bisschen kleinen Einblick. Verbesserungsvorschläge natürlich oder irgendwelche Vorschläge, die wir ja, äußert Wünsche in den Kommentaren, Nachrichten, WhatsApp sag ich schon, Instagram, E-Mail, wie auch immer. Natürlich auch Verbesserungsvorschläge, wir sind auch für alles bereit. Mein schnelles Geblabbel wurde jetzt schon öfters mal angemeckert. Ich versuche es immer irgendwie in den Griff zu kriegen, nicht so schnell zu blabbeln. Aber irgendwie ist man dann so im Flow und man erzählt und macht und tut. Aber ja. Ach genau, auf das Thema nochmal einzugehen. Besser vorbereitet zu sein in gewissen Dingen, wie zum Beispiel letztens hatte ich gesagt, da muss ich mal googeln. Ich glaube, Google gehört ja fast wie zu unserem täglichen Zähneputzen oder auf dem Toilettengang, dass man das Handy in die Hand nimmt und irgendwas googelt. Also ich finde es jetzt nicht unvorbereitet, das muss ich extra so sagen, wenn ich sage, ich bin mir da jetzt gerade nicht sicher, gerade bei Leistungsdaten von Fahrzeugen, die ich jetzt auch nicht jeden Tag sehe oder höre oder wie auch immer, dann kann man doch mal googeln und gucken, was hat das Auto denn jetzt an Leistung genau. Also irgendwo diese Richtlinie weiß man irgendwo, ne? Aber hat er jetzt 386 PS und 407 Newton? Warum soll ich das wissen? Interessiert mich auch eigentlich gar nicht, um ehrlich zu sein. Deswegen sage ich halt im Video, ja, da muss ich jetzt mal gucken. Ich meine, okay, klar, der hat 507 PS. Bei dem weiß ich, dass er 520 Newtonmeter hat, aber bei dem zum Beispiel war es jetzt halt, ich wusste, er hat 500 PS, aber ich wusste jetzt nicht, hat er jetzt 600 oder 700 Newtonmeter Drehmoment. Ne? Das war jetzt halt auch so eine Sache, oder genau wie auch bei dem Lambo. Klar hätte ich jetzt auch vorher googeln können, aber ich meine Güte, das ist ja jetzt nicht unmenschlich zu sagen, ich google das jetzt mal eben, um jetzt mal raus kurz zu gucken, was hat er nochmal an Leistungsdaten. Genau wie mit Fahrzeugdaten, was die Autos kosten oder so. Ich bin kein Autohändler, ich habe solche Autos nicht im Hof stehen. Das heißt, ich muss das nicht wissen, was so ein Auto kostet. Deswegen, wie gesagt, nur da mal an der Stelle. Ich glaube nicht, dass es unmenschlich ist, sowas mal oder allgemeine Sachen einfach mal zu googeln. Genau wie Drehmomente. Also ich glaube, ich habe so gut wie, ich weiß nicht, alle nicht, auf gar keinen Fall. Aber ich
ich denke, das kann jeder hier bestätigen oder auch Leute, die mich kennen, 80%, sagen wir mal einfach von den BMW-Motoren, von den gängigen ab Baujahr 2000 bis heute, habe ich, glaube ich, wie gut, sehr, sehr viele Sachen im Kopf, was Steuerzeiten und so anbetrifft, wie das funktioniert. Aber Drehmomente zum Beispiel im Kopf zu haben, das ist auch so eine Sache, die die gängigen Motoren, wie wenn ich hier einen M54 mache, 4 Stück in der Woche, natürlich weiß ich, dass die Kurbelwelle 20 Minuten und 70 Grad kriegt, wenn ich jetzt falsch bin, oder wenn es 30 Minuten und 70 Grad waren, ne? Das ist natürlich auch so eine Sache. Aber wie gesagt, das muss man halt mal nachlesen, das muss man halt mal nachgoogeln oder wie auch immer. Aber wie gesagt, ich denke, das ist auf jeden Fall irgendwo alles menschlich. Nochmal, wir sind jetzt am Ende des Videos angekommen, jetzt kommt wieder der Spruch, hat euch das Video gefallen, ja oder nein? Lasst einen Daumen, lasst ein Abo da, hat es euch nicht gefallen? Was kommt jetzt? Genau, es ist eh zu spät, also von daher sage ich einfach mal Peace und bis zum nächsten Mal.